Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Infizierte, Walker oder lieber Zombie? Egal, Hauptsache Untote. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit der Nerds Talking. Und hier sind eure sprechenden Untoten. Hier sind Andreas und Chris. Herzlich willkommen bei Dead Nerds Talking, eurem Walking Dead und Last of Us Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei nach, ich wollte schon fast sagen, einem Jahr wieder, aber wir haben uns ja wegen der Last of Us ja dann doch nochmal getroffen. Aber in Sachen The Walking Dead ist es in der Tat über ein Jahr her, nämlich am 12.22. haben wir das letzte Mal über The Walking Dead gesprochen, nämlich über das große Staffelfinale. Und ich habe seinerzeit betitelt, alles hat ein Ende, nur Walking Dead hat drei. Ja. Ja. Und deswegen wollen wir heute zwei lose Enden aufgreifen in einer Doppelfolge. Wir werden reden über Daryl Dixon und wir werden reden über Dead City. Anfangen wollen wir aber mit Daryl Dixon. Ich bin Chris und mit mir dabei Andreas, ich grüße dich. Ich grüße dich, Chris. Und wir sind ja wirklich mal in einem Raum. Also das muss man auch nochmal betonen. Also es ist wunderbar. Wir trinken hier gerade zusammen ein schönes Altbier. Ja, Prost. Denn ne, wir sind ja im Rheinland hier. Ja. Und zwar in dem Teil vom Rheinland, in dem man Altbier trinkt. Und ich freue mich mit dir, mal wieder über Tote zu reden. vor allen Dingen, nachdem wir beim letzten Mal ja so euphorisch über The Last of Us gesprochen haben. Und jetzt ja quasi hier heute The Last of Us Staffel 2 besprechen. Ja, sowas in der Art. Und du sitzt auf exakt dem Platz, auf dem dein Podcast-Kollege Sebastian auch schon gesessen hat. Und ich habe mit ihm auch über Tote gesprochen. Wir haben nämlich über das Boot der Film gesprochen. Oder beziehungsweise die lange ARD-Version, diese 6-Stunden-Version. Und da sind ja bekanntlich am Ende auch alle tot. Also von daher, der Kreis schließt sich. Das fühlt sich auch so ein bisschen so an, wie der Platz, an dem Sebastian gesessen hat. Es ist noch ein bisschen warm. Es ist 4 Jahre her und trotzdem noch warm. So. Ja, aber ich freue mich. Also heute geht's ja jetzt erstmal um Daryl Dixon. Mhm. Und ja, also es ist schön, doch endlich mal wieder über The Walking Dead zu reden. Aber wir werden ja noch... Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das so schön wird. Aber ich sage dir, wir werden ja heute nicht nur über Daryl Dixon reden und in einer weiteren Folge, die wir Transparenz-Podcast heute auch aufnehmen werden wir natürlich auch noch über Dead City reden. Nein, wir müssen ja auch noch einen kleinen Rückblick wagen, denn dazwischen gab es ja noch was vor allen Dingen du gesehen hast. Richtig, da gab es nämlich noch The Tales of Walking Dead, eine kleine Anthology-Serie. Bevor wir aber darüber ganz kurz sprechen, wenn ihr mit uns sprechen wollt, dann könnt ihr das machen unter der 01525 964 7709, oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info@nerdizismus.de. Oder ihr kommt auf unseren Discord, nerdizismus.de/Discord. Und natürlich ist es immer eine gute Idee, sich nach Weihnachten noch mit Geschenken einzudecken. Eine Tasse oder ein T-Shirt von uns, das findet ihr auf nerdizismus.de/Shop. So, Tales of the Walking Dead, richtig, ganz genau, eine Anthology-Serie. Da schicken die uns einmal von der Pressestelle mal so einen Screener. Zu den anderen zwei Serien haben wir es nicht gekriegt. Ja, jetzt haben wir endlich mal einen Screener gekriegt. Und dann schaffen wir es nicht, das zu besprechen, so in time. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, das waren, glaube ich, 6 Folgen. Ich glaube, ich habe 2 gesehen und du hast alle gesehen, ne? Ach, du hast nur 2, wieso hast du nur 2 gesehen? Ja, irgendwie war, also, ja, Anthology ist immer so ein Konzept, da muss ich dann Lust drauf haben. Ich habe irgendwie nicht den Anschluss, dann weiß ich, bei dem nächsten wird wieder eine andere kleine Kurzgeschichte erzählt und sowas. Vielleicht habe ich auch 3 gesehen, ich weiß es nicht mehr genau. Ich erinnere mich auf jeden Fall an eine mit einem Bunker am Ende. Also, wir sind 2 oder 3 so ein bisschen im Gedächtnis geblieben, ohne dass ich dir jetzt genau sagen könnte, welche, wie die jetzt hießen. Aber eine war diese Zeitschleifengeschichte. Stimmt, die habe ich auch gesehen. Täglich grüßt das Murmeltier. An der Tankstelle. An der Tankstelle, ganz ja, genau. Ja. Mit der Frau, die also verzweifelt versucht, die Explosion zu verhindern, bei der sie stirbt, ne, und es einfach nicht schafft. Ja. Also ein bisschen... Wie heißt der Film, wo einmal alle sterben müssen, auch wenn sie die erste... Final Destination. Final Destination, ja. 53, ganz genau. So ungefähr war da die Folge, ist mir in Gedächtnis geblieben. Dann gab es noch eine Folge, die spielte so richtig schön in den Südstaaten auf so einem Dampfschiff, so in dem Mangroven da, wo so da war so eine, habe ich noch... Dann gab es noch eine Folge, das war so eine klassische Schauergeschichte. Da ging es nämlich um dieses Paar, das bei dieser Voodoo-Tante in das Haus einzieht und die dann umbringt. Ich glaube, die habe ich noch gesehen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich erinnere mich noch an eine mit Terry Crews hier, wo der
irgendwen kennenlernt und dann irgendwie, dann sind die nachher in einem Bunker, meine ich. Ja, und das war noch, genau, noch in einem Bunker. Und ich erinnere mich noch eine Folge, da ging es um einen, um den, der die Walker behandelt hat wie Tiere und diese Tierdoku gemacht hat. Stimmt, da habe ich auf jeden Fall ein Stück von gesehen. Ich glaube, ich habe den nicht komplett gesehen. Das war, genau, der hat sich immer so David Attenborough-mäßig irgendwie das kommentiert und der hat dann immer irgendwo im Busch gelegen und die Walker gefilmt. Ja. Und während wir drüber sprechen, finde ich es bezeichnend, dass ich da noch relativ viel mich dran erinnern kann. Du fandst ihn nicht schlecht, oder? Aber frag mich doch jetzt nochmal nach den Ereignissen der 11. Staffel von The Walking Dead letztes Jahr. Ja, da muss ich nochmal ganz kurz Pamela, in mich gehen. Ja, Pamela, ja, genau. Aber da müsste ich schon mal in mich gehen, was da eigentlich so genau passiert ist. Von daher, ich mochte diese Tales. Ich kann gar nicht verstehen, dass du da nicht weitergegangen bist. Also das Timey-Wimey-Ding, okay, weil... Aber in so einer Anthology-Serie von mir aus Wildshot kannst du machen. Ja, klar. Ja, das ist ja, um den kleinen Exkurs zu Star Trek zu machen, ich habe auch nichts gegen so eine Musical-Folge über Stranger Worlds in so einem Anthology-Ding. Mach sowas da, dann kannst du es gerne machen. In meinen regulären finde ich es doof. Also wenn du diese Zeitschleife, so eine Nummer jetzt in eine normale Walking Dead-Sache, also wenn dieser, sag ich mal so, Zauberei-Mysterium, wenn sowas bei The Walking Dead reinkäme in meine normale Serie... Das ist aber etwas, das befürchte ich so ein bisschen für unsere Franck-Reusch-Franck-Reusch-Serie. Ja, ich weiß, was du meinst, aber da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Ja, keine Ahnung. Also ich fand es auch nicht so schlecht. Ich finde ja grundsätzlich aber auch schön, wenn man ein Universum nimmt und das Leuten einfach mal zum Fraß vorwirft und sagt, okay, macht mal irgendwas damit. Mach mal irgendwas mit, genau. So. Und das finde ich ja erstmal einen guten Ansatz bei Tales of the Walking Dead gewesen. Mich hooken eigentlich Anthology-Serien halt selten. Also ich weiß nicht, ich kann mich auch an keine Anthology-Serie erinnern, die ich wirklich oft gesehen habe irgendwie. Ja, also wie gesagt, das mit der Zeitschleife war eigentlich das. Es gab dann noch eine mit diesem Prepper und der so eine alte Chat-Freundin sucht, aber ganz ehrlich, das muss ich auch gerade eben schon bei Wikipedia nachlesen. So. Ja. Ich mochte, dass die Terry Crews eingebaut haben, weil den sehe ich unglaublich gerne. Das ist ja, der moderiert ja, glaube ich, das, ich weiß nicht, das Supertalent oder sowas in den USA. Aber der ist auf jeden Fall, der war bei dieser Cop-Serie, dieser Cop-Comedy, war der ja dabei, der Terry Crews. Brooklyn Nine-Nine. Ja. Und genau. Ich sehe den unglaublich gerne. Der ist bei America's Got Talent. Ja, genau. Also ist ja quasi, ist das Supertalent in den USA, glaube ich, oder sowas? Ja. Nee, das ist Supertalent. Sag ich doch. Habe ich nicht gesagt? Supertalent? Oder ist es Superstar? Superstar, Supertalent. Nee, wer ist das? Ich habe Supertalent, meinst du? Hast Supertalent. Ihr werdet es nachhören, ihr könnt zurückspulen, ja. Mal gucken, ob ich jetzt gerade nur einfach abgelenkt war. Er hat auch bei Idiocracy mitgespielt und bei Expendables. Und dann eben Brooklyn Nine-Nine habe ich aber ehrlich gesagt bis auf Idiocracy ehrlich gesagt alles nicht gesehen und den ersten Extendals habe ich gesehen. Ach, er war auch bei Norbit dabei. Norbit? Unangenehmer Film. So, Eddie Murphy würde diesen Film gerne vergessen. Ja, unangenehm. Der war schon im Kino sehr unangenehm, der Film. Und da war der ganze, da hat man noch nicht so viel Rücksicht genommen. Ja. Da hat man sowas noch gemacht und Eintritt für bezahlt im Kino. Oh Gott, oh Gott. Ja, okay, vergessen wir das wieder, aber ich sehe gerne Terry Crews. So, aber wir wollen ja heute gar nicht so lange über Tales of the Walking Dead reden, sondern wir wollen... Da du es ja dich ja noch weniger erinnern kannst, als ich, hat sich die Sache an der Stelle ja schon erledigt. So, genau. Aber vielleicht haben da einige von euch auch noch irgendwie eine schöne Erinnerung dran und dann könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben. Und ich habe das Gefühl, dass das eine extrem gute Überleitung für irgendwas war. Fantastisch, ja, denn wir kommen zur Feedback-Ecke. Tada! Ja. Ich nehme einfach mal, weil ich ja immer finde, dass Menschen, die sich Mühe machen, deswegen eine lange E-Mail ist immer eine gute Chance, bei uns vorgelesen zu werden, auch wenn es inzwischen über ein Jahr her ist, dass der gute Al Mercy uns eine Mail zum Walking Dead Finale geschrieben hat. Hallo Chris und Andreas. Alles in allem habe ich das Finale ähnlich empfunden wie ihr. Für mich ist die Serie während der Staffel 11 so langsam ausgetrudelt. Ich hatte schon weitestgehend abgeschlossen mit The Walking Dead und das Finale war nochmal ein unerwarteter Höhepunkt. Was Luke angeht, bin ich voll einer Meinung mit dir, Chris. Das war blöd, dass er den Morales macht. Luke hätte ich lieber in Oceanside gesehen, wo er für die Mädels am Strand beim Lagerfeuer auf der Gitarre klimpert. Was macht denn Luke nochmal? Mir fällt Luke nicht ein Klavier auf den Kopf. Ist es so? Ich weiß es nicht, aber es ist gerade das Bild, was ich im Kopf habe irgendwie. Ja, würde passen. Das wäre doch ein schöner Abschluss auch für Oceanside gewesen. Anstatt, dass man nach dem Münzwurf von Hornsby
einfach gar nichts mehr davon sieht. Ey, Oceanside ist sowieso irgendwie, das ist so ein Name, der wird ja jetzt dann auch in Dead City nochmal so ein bisschen gedroppt. Aber da macht man so gar nichts mit, ne? Also so. Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, als wenn das so teuer wäre, am Strand zu drehen oder so. Ja, aber wir waren glaube ich dreimal am Strand in The Walking Dead und Oceanside, das hat insgesamt eine Screentime von vielleicht 15 Minuten gehabt oder sowas. Genau, ja, also seltsam. Viel mehr kann das nicht sein. Statt Luke hätte Gabriel den Abgang machen sollen, da hatte Walking Dead seit den Köpfen auf den Pfählen den Biss verloren. Wenn ich die Szene am Tor gedreht hätte, wäre Gabe zum Tor gestürmt und Pamela schießt ihm in den Rücken. Doch mit letzter Kraft wankt er zum Tor und entfernt die Kette mit einem Lächeln. Sinkt er sterbend zu Boden, denn seine Schuld ist endlich getilgt. Pamela hat aber auch durch den gemeinen Mord am Priester ihr wahres Gesicht enthüllt. Der Mob stürmt wutentbrannt auf sie und ihre letzten Worte sind: Stopp, I am the governor. Ach, ja, in die Kamar kommen wir ja vielleicht auch gleich noch. Habe ich letztens wieder gesehen. Ritter der Kokosnuss. Für alle, die den Kamar-Gag jetzt verstanden haben. Und das Denkmal, das Rick im Comic bekommt, kriegt jetzt Gabe. Als Marmorstatue wacht er von nun an über das neue Commonwealth, das in seinem Geiste errichtet wurde und dessen Tore immer offen stehen. Ja, manchmal habe ich irgendwie so das Gefühl, das, was sich so der Michael oder du ausdenkst oder ich mir ausdenke oder unsere Hörer sich ausdenken, ist manchmal irgendwie, das würde irgendwie, aber das ist wahrscheinlich das, was sich dann alle ausdenken und dann machen die es extra nicht. Das kann sein, aber Al Mercy hat wirklich gute Ideen. Also ich finde auch, Gabriel ist immer schon eine seltsame Figur gewesen und dass der so einen Heldentod am Ende kriegt, ist und auch wirklich. Es ist auch wirklich so drauf hingearbeitet worden. Es gab ja, ich glaube, in den Comics fällt er ja von irgendeinem Wasserturm oder wird von irgendeinem Wasserturm erschlagen, irgendwas mit so einem Wasserturm. Und dann gab es, glaube ich, eine Szene in der 10. Staffel oder so, wo man in der Ferne so einen Wasserturm sieht und der guckt auch mit dem Fernglas drauf. Und da hast du natürlich schon gedacht, aha, jetzt, aber ist nicht. Luke und Rosita, schön inszeniert, aber beide sind Nebencharaktere und extra nochmal rausgeholt, damit jemand stirbt im Finale. Da hätte es etwas mehr sein dürfen, es ist ja einfach ein Finale. Und zu Fear the Walking Dead, das lohnt sich echt nur, wenn man was zu lachen haben will. Da sind ein paar geile Klopper drin in den letzten Staffeln, die mit dem Bierflaschenballon oder mit dem Axt-Trickshop. Okay, na gut. Ich sage nur Walker-Katapult und Dudelsack-Spieler. Okay, wie gesagt, Fear the Walking Dead bin ich komplett raus. Die erste Staffel habe ich gesehen, danach habe ich nicht weitergeguckt. Irgendwann mal, vielleicht mal, aber vielleicht auch nie. Geht mir genauso. Ach ja, und dann gab es da noch eine Wrestling-Folge und nicht nur zwei läppische Minuten wie in der Main-Show. Double X-Handle Suplex vom obersten Seil. Da geht jeder Walker in die Knie. Das ja, Wrestling ist ja so ein Ding, da bin ich ja seit ich 16 bin dann raus. Aber mein Mitpodcaster bei Nerdy Christmas, der liebe andere Chris, der ist ja ein richtiger Wrestling-Fan, der sich mal geoutet, war ich ganz entsetzt. Werden wir bei Dead City nicht auch so ein bisschen über Wrestling reden? Ja, es geht eher darum, gleich, ja. Ja. Übrigens, falls der fälschliche Eindruck entstanden sein könnte, ich höre nicht nur eure The Walking Dead Podcast, aber ich bin halt nur bei The Walking Dead ein Nerd. Star Wars, Star Trek, Herr der Ringe und so weiter schaue ich meist mit Zeitverzögerung und höre dann auch die Cast dementsprechend. Weihnachtliche Grüße, Al Mercy. PS, ein Nachtrag zur alternativen Landwirtschaft. Ich erinnere mich dunkel, wir hatten, glaube ich, darüber gesprochen, wie viel Land man braucht, um irgendwie x Leute zu ernähren. Ja, genau. Genau. Die 500 Quadratmeter Ackerland pro Person sind ein rein rechnerischer Wert unter optimalen Bedingungen. Ein erwachsener Mann muss pro Tag ca. 3000 bis 3500 Kalorien zu sich nehmen. Ein Kilo Kartoffeln hat 700 Kalorien. Er muss also ca. 4 bis 5 Kilo Kartoffeln pro Tag essen. Das ist eine Menge. Und das ist etwa die Menge, die man auf einem Quadratmeter ernten kann. Aufs Jahr gerechnet bräuchte man 365 Quadratmeter. Allerdings stirbt er dann an Mangelernährung. Rein vegetarische Ernährung muss ausgewogen sein. Obst, Hülsenfrüchte und Gemüse geben aber weniger Ertrag in Kalorien. Daher komme ich auf die 500 Quadratmeter. Ah ja, 500 Quadratmeter pro Person. Okay. Getreide hat etwas höhere Energie als Kartoffeln, aber nicht viel. In der modernen Landwirtschaft quetscht man dank Kunstdünger, Pestiziden, Herbiziden schon ziemlich raus, was geht. Biolandwirtschaft bringt nur gut die Hälfte an Ertrag. Bei Dreifelderwirtschaft weiß ich nicht genau, das müsste aber nochmal deutlich weniger gewesen sein. Laktovegetarische Ernährung braucht am wenigsten Ackerfläche,
aber man braucht Weideland für die Kühe. Ich weiß nicht mehr, ob unsere Frage jetzt beantwortet war, aber wenn ihr alle unsere Folgen back-to-back hört, dann werdet ihr wahrscheinlich noch genau wissen, worum es ging. Oder weißt du noch, worum es ging? Nee, ich weiß es überhaupt nicht mehr, aber das hatte ich schon mal gelesen. Das lacto-vegetarische Ernährung im Prinzip, wenn du jetzt irgendwie die Hungerprobleme der Welt lösen möchtest, dass das quasi die effektivste Ernährung wäre, weil dann irgendwie am ehesten durch möglichst wenig Fläche möglichst viel ausgewogene Ernährung produziert werden kann. Naja, gut. Chris, ich kann dir ja schon mal sagen, ich habe auf meinem Grundstück, ich habe knapp 5000 Quadratmeter. Ne? Mhm. Wir sind bislang zu zweit. Das heißt, oh Gott, jetzt kommt die Ankündigung, liebe Hörer. Ich brauche quasi nur 1000 Quadratmeter und könnte noch im Falle der Zombie-Apokalypse, sagen wir mal noch so, 4-5 andere Leute mit ernähren. Wenn Schatz, man alles ist das eine Einladung? Ja. So, also, wenn die Zombie-Apokalypse kommt, ne, dann bring all deine Fähigkeiten mit zum Ackerbau und komm vorbei. Naja, ich könnte den Hofladen vermarkten. Ja, in der Zombie-Apokalypse. Genau, ja, da ist Vermarktung genau das Wichtigste, was man braucht für einen Hofladen. Genau. Naja, ganz ehrlich, ich habe mir, du hast ja, wie jeder hat sich ja schon sicherlich schon überlegt, was er bei einer Zombie-Apokalypse macht. Wir haben ja so ein, also früher hatten wir einen sehr gut sortierten Real in der Nähe. So, also ein klassisches kleines Einkaufszentrum. Da war ein Real, da war eine Apotheke drin, da war ein Klamottenladen drin, ein Friseur, eine Pizzeria, ein Mr. Minute, ne? Und ein Kiosk, da hätten wir also für 3 Jahre Rubellose gehabt. Ja. Und Zeitschriften. Ja. Warst du eigentlich schon mal in letzter Zeit am Bahnhofskiosk? Nein. Geh mal, falls du wieder am Bahnhof bist, am Bahnhofskiosk und schau dir einfach mal an, wie viele Rätselhefte es gibt. Das längste Regal im Bahnhofskiosk sind Rätselhefte. Den Leuten ist langweilig. Und den Menschen ist langweilig. Wie viele Rätselhefte es gibt. Und das zweitlängste Regal ist Ratgeber. Nee, Klatschpresse. Ah. Das ist das zweitlängste Regal. Und wir reden hier jeweils von locker 3 oder 4 oder 5 Metern. Es unterstützt meine These, dass den Leuten langweilig ist, weswegen auch so ein Streaming-Sender wie Magenta tatsächlich die Leute tatsächlich fesseln kann. Ah, ja, deswegen ist ja unser aller Lieblings-Walker-Soap irgendwie so ein bisschen versendet worden auf Magenta TV und deswegen sind wir auch so spät dran, weil ja, man hat uns einen Screener geschickt für die Tales, aber irgendwie nicht dafür. Und Magenta TV habe ich einfach nicht. Ich habe Magenta Sport, aber ich habe kein Magenta TV. Das muss ich mir jetzt auch extra erst besorgen. Und das ist auch extra besorgt. Ne? Genau, ich habe es mir auch extra besorgt. Und damit habe ich überhaupt erst mitbekommen, dass sowohl Dead City schon komplett abgedreht war, als auch Daryl Dixon quasi gerade läuft. Also beziehungsweise jetzt gerade mittlerweile auch fertig ist. Ne? Aber da sind wir noch relativ aktuell, glaube ich. Ne? Ja, da sind wir noch relativ aktuell. Deswegen fangen wir auch mal damit an. Frankreich, Frankreich. Ja. Was denkst du, wenn du an Frankreich denkst? Tja, dass ich einen Schüleraustausch da hätte machen sollen, den ich gemacht habe. Deswegen ist mein Französisch relativ rudimentär geblieben. Was auch daran liegt, dass ich Französisch erst ab der 10. Klasse hatte. Ich hatte es in der 9. und 10. Klasse, habe aber die meiste Zeit vor der Tür verbracht. Deswegen weiß so ich. So einer warst du also. Ja, ja. Es gab auch den Moment, wo der Lehrer irgendwann mal reingekommen ist und gesagt hat, Andreas, möchtest du nicht schon mal rausgehen? Ich habe eine schlechte Laune. Oh. Also ich konnte es verstehen. So, ich musste auch irgendwann nicht mehr die Klinke runterdrücken. Das musste man damals noch relativ häufig, aber irgendwann musste ich das nicht mehr, weil dann wäre mein Arm irgendwann eingeschlafen. Also das ist meine Erinnerung an Französisch in der Schule. Aber warst du in Frankreich mal nach der Schulzeit? Ja, ja, klar. Natürlich, ich war ein paar Mal in Paris gewesen. Ich habe es weder in Jules Verne geschafft, das steht echt noch auf meiner Liste, ich will da unbedingt mal essen gehen. Einfach nur aus Prinzip, eigentlich eher wegen dem Bond-Film, aber jetzt kann ich es ja sozusagen als zweite Film-Location nochmal verwenden. Louvre habe ich auch noch nie geschafft, da ist mir immer die Schlange zu lang. Ja. Und jetzt kann man aber, wenn man so, das war alles pre-online, jetzt kann man ja bestimmt sich auch einen Timeslot buchen und kann da hingehen. Ja, die Schlange ist frei jetzt nochmal in Paris, in Herbstferien. Mich zeckt der Louvre nicht so an, weil ich auch mit bildender Kunst nicht so viel anfangen kann, aber die Schlangen sind immer noch sehr, sehr lang, obwohl du Timeslots buchen kannst. Okay, es geht eigentlich eher darum, been there, done that. Also eigentlich. Ja, ja, genau, okay. So, Liste. Mona Lisa gesehen, Laocoon gesehen, zack, ping, pong, ja. So. Ansonsten, ja gut, Montmartre, Sacré-Cœur, bla bla bla. Also ist alles immer sehr nett da. Wir waren immer in Frankreich zum Skifahren. Was heißt immer? Also so als 14 waren wir öfters in Frankreich zum Skifahren. Das war auch immer sehr nett, aber scheißen teuer, das weiß ich noch. Französischen Alpen, schön. Ja, aber nur, wenn da Schnee liegt. Mhm. Also diese Skiorte da sind ja einfach nur Trabantenstädte aus dem Boden gestampft. Und da möchtest du nicht im Sommer sein. Also definitiv nicht. Was, Val d'Isère und sowas? Oder? Ja, Lac...
Trovalé, der ganze Kram, mhm, wie auch immer okay. Die ganzen Dinger da heißen. Lesarc war ich mal und dann whatever, keine Ahnung. Das sind ja alles diese Bettenbunker, die du dann da hast. Selbst wenn du da mit so einer Skifreizeit hingehst, da sind ja die in diesen riesigen, es sind ja keine Hotels, du hast ja da eine kleine Wohnung, aber diese Wohnung ist ja einfach nur so eine Plastikstandardwanne, die da so reingeschoben wird in so ein Haus. Ne? Wir waren auch mal irgendwann, ich glaube nochmal in Val Thorens, da hatten wir so ein Chalet gemietet, das war allerdings sehr schön, das war dann sehr individuell, auch 30 mal so teuer wie die 300 Mark Busreise als Schüler. Dann überlege ich noch Frankreich. Ja gut, ich glaube nochmal Saint-Tropez, Monaco so als Rundreise, als Kind. Aber ist bei mir jetzt nicht so auf der Liste. Nächstes Jahr steht eigentlich eine Tour mit einem Autoclub in die Champagne an, die ich überlege. Aber das muss ich nochmal gucken. Aber das war's ehrlich. Ich hätte gerne einen Schüleraustausch mit Frankreich im Nachhinein gehabt. Weil dann könnte ich es jetzt halbwegs. Mhm. So reicht's, um eine Überschrift zu lesen, einen Film, den ich schon 10.000 Mal geguckt habe, auf Französisch dann auch nochmal zu verfolgen, was der so sagt. Aber für eine tiefergehende Konversation, vergiss es. Und wenn es ans Zählen geht, also eine Rechnung im Restaurant auf Französisch ist mein Albtraum. Mein Endgegner. 370 minus 20 plus 18 durch 5. Ja, genau. Also dieses 90, wenn du irgendwie 99 beschreiben möchtest, das ist schon ein bisschen anstrengend. Ich bin total frankophil. Ich bin super häufig in Frankreich. Ah oui? Letztes Jahr zum Beispiel dreimal habe ich da Urlaub gemacht, beziehungsweise man kann sogar sagen viermal, weil ich in den Herbstferien sogar zweimal da war, also zurückgekommen bin und dann wieder hingefahren bin. Aber mein Französisch ist auch relativ eingerostet, aber ich war an allen Ecken und Enden in Frankreich bin ich schon mal gewesen, glaube ich, und dann fallen dir doch irgendwann wieder Ecken ein, an denen du eben noch nicht gewesen bist. Aber zum Beispiel viele Sachen, die ich hier in Derry Dixon gesehen habe, habe ich auch wiedererkannt, natürlich ganz am Anfang irgendwie erstmal dieses Schild, diese klassischen Schilder, ne, die man da am Strand immer vorfindet, und dann habe ich auch erstmal sofort gegoogelt, so, wo ist denn das da, und dann waren so ein paar Namen offensichtlich so ein bisschen verändert. Okay. Das, was da auf diesem Schild stand, gibt es so wirklich nicht, aber man hat dann nachher ein bisschen rausgefunden, wo er da angekommen ist. Und ich war am Mont Saint-Michel schon. Ne? Okay, da bin ich auch nochmal hin, ja. Das ist ja auch das, was die Amerikaner alle kennen, deswegen war es ja auch mit reingebaut. Und in der Normandie, an den entsprechenden Stränden, wo der D-Day war, ne, Omaha Beach und sowas, bin ich auch schon ein paar Mal gewesen. Also viele dieser Locations, die wir da gesehen haben, kamen mir dann doch sehr, sehr bekannt vor. Da nicht nur das Jules Verne, ist ja offensichtlich ein Restaurant, da habe ich wiederum keine Ahnung von, obwohl ich schon in Paris ein paar Mal gewesen bin. Ja. Das ist in der Mitteletage vom Eiffelturm drin. Ah, ich bin nie hochgefahren, ich bin immer nur unten gewesen. Also ich kenne das nur aus dem Bond-Film, View to a Kill, und dann dachte ich mir, du musst mal hingehen, scheint gut zu sein, wenn der da essen geht, scheint keine Absteige zu sein. Ja. Das sind so ein paar Läden drin, ne, in dieser Mitteletage. Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich war auch, surprise, surprise, noch nie auf dem Eiffelturm. Oh, okay, surprise. Warum? Weil die Schlange immer zu lang war, ja. Ja, Schlangen sind dein Endgegner. Aber das Grab von Napoleon, das haben wir uns auch angeguckt. Und das Grab von Jim Morrison. Und na ja, war ich auf dem komischen Friedhof gewesen? Kann schon, weiß ich gar nicht mehr. Ist das Grab von Napoleon? Wo ist denn das? Ist das nicht auf St. Helena? Da hast du hier Eiffelturm und dann kommt dieser lange Park, diese nicht die Champs-Élysées, sondern Schoms das Marsfeld. So, ja. Und nach diesem Marsfeld ist so eine Kathedrale, wie auch immer, da ist er drin. Ah, okay. Ja. Kathedrale in Montmartre war auch noch bevor der Ding abgenippelt ist, ja. Kann ich inzwischen wieder rein, weiß ich gar nicht. Notre Dame meinst du? Notre Dame meine ich, ja. Nee, Notre Dame wird, also wie gesagt, im Herbst war ich da, wird noch immer sehr, sehr stark umgebaut. Okay. Du hast aber irgendwie so eine Tribüne, mit der du auf diese Baustelle gucken kannst. Das ist ganz interessant eigentlich gemacht. Also wird immer noch sehr, sehr viel dran gebaut, ja. Ja, gut, also der gute Daryl ist da jetzt angekommen. Ja. Und bevor wir uns also in klein verlieren und euch unsere Meinung sagen, was wir davon halten, hast du da, glaube ich, ein bisschen was vorbereitet auf deinem Laptop? Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir haben uns beide vorgenommen, einen relativ schnellen Binge-Watch dieser Serie zu machen. Ja. Und deswegen war ich teilweise ein bisschen verwirrt, was so den Mittelteil dieser Serie angeht. Aber ich fange mal an. Also, wir haben einen bewusstlosen, verletzten Daryl Dixon, der treibt an einem umgekippten Ruderboot an Land,
und landet da auf irgendeinem Strand. Erinnert sich dann noch kurz an Judiths Worte, dass auch er Glück verdient. Und das heißt, wir schließen irgendwie an die Handlung von The Walking Dead an, in welchem Zeitabstand auch immer. Ich glaube, Norman Reedus hat nachher mal gesagt, dass es ein paar Jahre sogar danach sind. Okay. Nachdem er in der Nähe des Ufers vom Boot rollt, kämpft er sich an Land, bricht erschöpft am Strand zusammen. Und im nahegelegenen Dorf findet er dann so ein verlassenes Motorboot mit Alkflaschen, mit Wasser, mit den medizinischen Vorräten, einer großen Decke und einem Tonbandgerät. Und dieses Tonbandgerät nimmt er mit, hört sich erstmal eine Aufnahme an über die verzweifelte Suche des Bootsbesitzers nach einem sicheren Ort für seine Familie. Und dann erkennt Daryl, dass er in Frankreich ist und dass Frankreich eben auch heimgesucht wurde von dieser Epidemie, die dann eben auch in den USA da am Start war. Wie Daryl nach Frankreich gekommen ist, wissen wir an dem Zeitpunkt noch nicht. In den folgenden Tagen macht er sich dann auf den Weg quer durch das Land, trifft auf Maribel und ihren scheinbar blinden Großvater Guillaume und gerät in eine Auseinandersetzung mit Henri und Michel, die ihn angreifen. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, zu wem die denn irgendwie gehören. So. Maribel und Guillaume entpuppen sich als Betrüger, rauben Daryl auch aus und er wird dann von Isabelle gerettet und wacht in einem Kloster auf, wo er von Nonnen gepflegt wird. Dort lernt er dann diese kleine Nonnengemeinschaft kennen, einschließlich einem kleinen Jungen namens Laurent, ein Waisenjunge, der dort aufgewachsen ist. Was würdest du sagen, wie alt ist Laurent ungefähr? Jetzt der Schauspieler oder das Kind? Das Kind, was hättest du gesagt? Wahrscheinlich so 10 sein, aber ich bin bei Kindern ganz schlecht. Ja. Der Schauspieler ist, weißt du, wie alt er ist? Oder? Nee, aber er könnte vielleicht auch so 14, 15 sein vielleicht. Ne? Ja, schwierig zu sagen. Spontan finde ich jetzt sein Alter gerade nicht. Okay. Isabelle und die Nonnen glauben auf jeden Fall, dass Laurent eine besondere Bestimmung hat und bitten Daryl, ihn zu einem Ort namens Das Nest zu bringen. Daryl ist zunächst ziemlich zögerlich, stimmt dann aber zu und macht sich mit Laurent auf den Weg. Und da begegnen sie dann vielen Gefahren, darunter einem Angriff der Power of the Living, einer militanten Gruppe. Daryl kämpft um ihr Überleben und ihre Reise führt sie dann tiefer in das von der Apokalypse verwüstete Frankreich. Wir sehen dann in einem Rückblick auch, dass Isabelle eigentlich jemand ganz anderes war. Die war in Paris unterwegs im Nachtleben und hat da auch keine Gefangenen gemacht. Und sehen auch in diesem Rückblick, wie der Ausbruch denn in Paris so vonstatten gegangen ist. Ne? Also typisch Großstadt eigentlich. Ne? Das ist, da, wo sich Menschenmassen treffen, ist es zuerst passiert und dann in der U-Bahn natürlich. Und sie flieht dann auf jeden Fall mit ihrer schwangeren Schwester Lily und Quinn, der zu diesem Zeitpunkt ihr Freund ist oder zumindest ein sehr, sehr naher Bekannter, der was von ihr will. Wie auch immer. Im Endeffekt machen die einen Zwischenhalt. Die wollen irgendwie die Dordogne, weil Quinn da irgendwie ein Haus hat. Und sie machen einen Zwischenhalt an der Tankstelle. Und da wiederum will Quinn Lily loswerden. Und das will Isabelle nicht. Und deswegen flieht sie mit ihrer Schwester. So. Wir gehen dann wieder in die Gegenwart. Da sucht Daryl nach Wegen, um nach Amerika zurückzukehren. Er, Isabelle und Laurent treffen auf eine Gruppe maskierter Kinder und später auf die Bewohner von Angers, die Laurent als Messias verehren. So, also die gehen sogar noch ein Stück weiter als die Nonnen im Kloster. Ja, und dann, das findet Daryl alles nicht so geheuer und sie machen sich deswegen auf den Weg nach Paris, um da ein Funkgerät zu finden und auch Daryl bei seiner Rückkehr nach Amerika zu helfen. Gleichzeitig wissen sie aber auch, dass Paris eine gute Zwischenstation ist, um zum Nest zu kommen, wo das auch immer ist. So. In Paris angekommen wird das Trio relativ schnell in die komplexen Dynamiken der Stadt eingeführt. Die Stadt steht nämlich unter der Herrschaft der Gruppe der Guerrière, angeführt von Genet. Die Gruppe sieht in Laurent natürlich eine Bedrohung ihrer Macht, da Laurent den Menschen Hoffnung und eine alternative Führung anbietet. Daryl hatte zwischenzeitlich auch mal ein paar Träume von Laurent, wo wir irgendwie das Gefühl hatten, Laurent könnte eventuell der erste Mensch sein, der immun ist gegen diese Zombie-Apokalypse. Gut. Laurent will, weil er sich daran erinnert, dass das eine Erinnerung seiner Mutter ist, will auf jeden Fall mal in den Eiffelturm. Und am Eiffelturm finden sich Daryl, Isabelle und Laurent dann umgeben von Walker. Sie retten Laurent, aber Laurent wird dann entführt und zwar von einem ehemaligen Freund, nämlich von Quinn, der mittlerweile einen Nachtclub, den Demi-Monde, in der Pariser Unterwelt quasi leitet. Und sie merken dann auch, dass Laurent nicht nur eine Inspiration, sondern irgendwie ein Symbol der Hoffnung in dieser zerstörten Welt ist. Und immer mehr spielt sich um diese Rolle von Laurent irgendwie in dieser Serie ab.
Quinn will Laurent nutzen, um mit ihm irgendwie an Isabelle zurückzukommen, weil er tatsächlich immer noch relativ begeistert von Isabelle ist. Wir sehen auch noch ein paar Rückblicke über von Daryl, die wir dann vielleicht später nochmal besprechen. Im Zweifel, am Ende ist es auf jeden Fall so, dass Daryl Quinn besiegt und auch gegen die Guerrière, angeführt von Genet, kämpfen muss und auch da dann im Endeffekt entkommt. Wir gehen, glaube ich, näher auf diesen Punkt gleich mal ein. Sie landen auf jeden Fall am Ende im Nest, das sich als La Mont Saint-Michel entpuppt. Und da wartet dann eben schon eine Gemeinschaft, die dann sie auch in die Arme schließen und sogar, ja, irgendwie sowas wie ein Hoffnungsschimmer in dieser Welt bilden. Weil dieses Nest ist tatsächlich natürlich ein sehr, sehr gutes Nest, weil Mont Saint-Michel lässt sich extrem gut verteidigen. Und ja, da will Laurent auf jeden Fall erstmal bleiben. Daryl überlegt aber, ob er nicht wieder zurück nach Amerika möchte. Und er zieht dann sogar los, hat am Ende hat so ein paar Erinnerungen noch an seinen Opa, der in der Normandie direkt am D-Day gefallen ist, und geht dann auch an die Strände der Normandie, ja, wo sehr, sehr viele Walker in den Dünen sind. Und auch Laurent sich plötzlich in den Dünen befindet. Und Daryl hat dann die Option, gehe ich denn jetzt mit einem Schiff mit oder gehe ich mit Laurent mit und kümmere mich dann doch eben um Laurent. Und es bleibt offen, wie er sich entscheidet. Was wir aber auf jeden Fall sehen, ist am Ende noch Carol, die in Maine nach Daryl sucht. Da hatten wir zwischenzeitlich gesehen, Daryl ist in Maine auf ein Schiff gegangen. Darüber werden wir gleich nochmal reden. Carol hört jetzt nach, beziehungsweise forscht nach, wo denn die Spuren von Daryl sind, weil sie tatsächlich sich um Daryl kümmern möchte. Und in einer eventuell stattfindenden zweiten Staffel sehe ich persönlich auf jeden Fall Carol auch schon in Europa. The end. This is the end. Ja. This is finished, but not the end. Ja. Also die 6 Folgen abgeschlossen hast, was hast du da so gedacht? Ja, ich war zwischenzeitlich ein bisschen verwirrt. Ich habe eben schon gesagt, dass wir natürlich diese Folgen sehr, sehr schnell am Stück geguckt haben, ne? Und irgendwie schaffe ich es nicht mehr so wie früher, tatsächlich so ein Binge-Watch von 12 Folgen mal eben so zu machen, ohne irgendwas anderes zu machen. Das heißt, zum Beispiel habe ich mal irgendwann Wäsche aufgehangen oder sowas. Ja. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel verpasst, dass die gesamte Geschichte von Daryl, wie er in Maine dann Walker jagt und sowas, dass das ein Rückblick auf die Entstehung war, wie Daryl überhaupt nach Europa gekommen ist. Und deswegen war ich zeitweise ein bisschen verwirrt, weil er lief im Wald rum und dann lief er plötzlich nicht mehr mit Laurent im Wald rum, sondern mit ganz anderen Leuten. Und ich dachte, Moment mal, wo ist denn jetzt Laurent und wie kommt er denn jetzt dahin? Aber das zeigt natürlich so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Daryl. Und dann gab's halt noch diese Antagonistin, diese Genet, über die wir sicherlich auch noch mal ein bisschen sprechen müssen, bei der ich mich dann gefragt habe, ist da jemand im Autorenteam von The Walking Dead oder von Daryl Dixon sehr, sehr frankophil? Hat er wirklich mal so ein Gefühl für die Franzosen entwickelt? Weil es schien mir so, dass zumindest das, was ich von den Franzosen kenne, da relativ gut aufgefangen worden ist, ne? Mit der Gründung der 6. Republik, mit der Marseillaise, die da nochmal angestimmt wird, mit dem Nationalstolz, der aus dem Gedanken der Freiheit da entspringt. Natürlich sind das aber auch alles Klischees. Das heißt, es kann auch einfach sein, dass hier sehr, sehr viel mit französischen Klischees gearbeitet worden ist. Und dafür spricht wieder, dass sie das ganze Ding in Mont Saint-Michel enden lassen. Also, ja, was habe ich gedacht? Ich liebe halt Frankreich und ich fand wirklich diese Landschaftsaufnahmen, die da zwischenzeitlich am Start waren, das hat sehr, sehr viel in mir getriggert und das fand ich sehr, sehr schön. Und zwar von vorne bis hinten. Okay. Ich habe mir nur so gedacht, wir sind jetzt 10 Jahre in dieser Apokalypse. Ich weiß gar nicht, ob das In-Universe, also wir sind Realtime, sind wir auf jeden Fall schon 13 Jahre. Es könnten auch 15 sein, glaube ich. Es könnte sogar 15 sein. Ja. Und ich habe mir nur so gedacht, so, ja, können wir das mal bitte jetzt in Deutschland drehen? Mhm. Da ist jetzt Wirtschaftswunder, da wird rangeklotzt, da sieht das nicht alles so aus, da ist alles sauber, aufgeräumt und so weiter. Ich sag nur nach dem Krieg. Ja? Also jetzt mal ohne Witz, ne? Auch Dead City. Nee. Also, die Menschheit möchte nicht so lange im Dreck hausen. Ja, aber das Problem wird uns ja in The Walking Dead quasi immer so geschildert. Und das ist offensichtlich auch das Menschenbild von Robert Kirkman. Die Menschen werden es in der Neuzeit nicht mehr auf die Reihe bekommen, eine gesittete Zivilisation aufzubauen. So. Da stolper ich einfach inzwischen drüber. Dass es, jeder überfällt nur jeden. Mhm. Ja. Dann ist natürlich auch das durchgängige Narrativ ist schlicht und ergreifend. Also ich habe das dann gesehen und dachte mir so, same shit, different name.
ja, es war mal jetzt in Frankreich, ja, es war mal was anderes, ja, man musste ein bisschen mehr hingucken, weil es halt Untertitel waren. Du kannst vielleicht weghören, weil du das Französisch besser verstanden hast. Das war bei mir nicht so der Fall. Ich musste da also durchaus zuhören. Und dann dachte ich mir aber nur so, das ist halt jetzt aber auch wieder nur ein Kind, was von A nach B geführt werden musste. Das haben wir jetzt auch schon 100.000 Mal gesehen. The Last of Us Staffel 2. Ein Kind, das vermutlich immun ist, also vielleicht immun ist. Und vor allem dieses, also für mich war völlig unerklärlich, warum dieses Kind, also völlig, also auf Basis welcher Grundlage, weder hat es irgendwelche Wunder vollführt, noch, wo ist das? Ach, das ist bei Stephen King, The Stand, wo die eine Figur den Leuten im Traum immer erscheint, verschiedene Leute, und die treffen sich dann alle in Las Vegas. Mhm, okay. Das ist ja auch so ein Endzeit-Ding, ne? Und da kämpft am Ende, dann geht's auch, kommt eine Riesenseuche über die Menschheit, wird auch ausgerottet, und nach, keine Ahnung, irgendwann 10 Jahren oder so, erscheint Leuten, ja, ich glaube, auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite der Teufel im Traum. Und am Ende treffen sich alle in Las Vegas, gibt's ja große Clash, weil es das Standing kurzform. Aber da hatten die halt wenigstens alle irgendwie so einen Traum von irgendeiner Vision und wollten halt irgendwie deswegen alle hin. Hier habe ich also wirklich 0,0 verstanden, warum dieses Kind, das weder irgendwie ein Wunder gewirkt hat, noch wurde jemals gesagt, dass es immun ist? Nö. Nein. Nee, das hat nur Daryl geträumt. Ne? Das also, hat er nur geträumt, genau. Ja. Und das, aber weder hat er das dann der anderen erzählt, die da hat dann die hat der Isabel erzählt, die hast du sie erkannt? Ja, also ich die hat bei Harry Potter Comence mitgespielt. Poesie, ne? Fleur de la Cour war das. Ich kenne sie tatsächlich aus, also Harry Potter habe ich einmal gesehen, deswegen habe ich mich daran nicht mehr erinnert, dass sie das mitgespielt hat. Ich kenne sie aus Brügge sehen und sterben. Ja, genau, da war sie auch drin. Und ich kenne sie aus Gossip Girl. Da hat sie in einer gesamten Staffel mitgespielt. Oder sogar in zwei. Sie war auch noch in Tenet dabei und in genau Harry Potter, haben wir ja schon gesagt, The Tunnel, und dann jetzt am Ende noch in The Walking Dead. Ja, also diese ganze Messias-Geschichte und dann dieses Kind mit den langen Loden da, ne? Ei, ei, ei. Und also das ist mir einfach inzwischen einfach zu abgedroschen und zu abgenudelt. Ne? Also ein Kind muss von A nach B, und diese, und von allen Kindern, die ich bisher von A nach B verfolgt habe, sei es jetzt Ellie in The Last of Us oder sei es Baby Yoda in The Mandalorian und keine Ahnung, welche anderen noch so, war das einfach das, was so, also wo ich am meisten gesagt habe, so why? Ja, also warum? Ja. Also, woher soll das die anderen wissen? Also das war so für mich so, also diese Grundmotivation. Und dadurch, dass man ja auch erst sehr spät wusste, warum er überhaupt da ist, habe ich auch gar nicht verstanden. Also wie kommt er jetzt nach Frankreich? Dann ist er auch in Südfrankreich. Da hätte ich ehrlich gesagt Atlantikküste irgendwie besser gemacht. Egal, er muss ja dann halt, das war halt der MacGuffin, damit er halt durchs ganze Land durch muss. Genau. Und dann habe ich mir nur so gedacht, so, ist es wirklich die innere Motivation von Daryl Dixon, nach Hause zu wollen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, das spielt natürlich wieder so ein bisschen mit dem Gedanken, dass er eigentlich doch zu seiner Carol zurück will. Mhm. Ja, aber um mal bei Laurent zu bleiben. Bleiben wir bei Laurent. So. Ich finde, dass du einen Punkt hast. Man erfährt relativ spät, wer er ist, nämlich der Sohn von der Schwester von Isabel, von Lily. Das war ja auch keine unbefleckte Empfängnis oder irgendwie so ein Quatsch. Nein, das ne? ist also, der Sohn auch von Quincy, der eben ja uns auch nachher so als Art Antagonist gezeigt wird. Den ihr übrigens auch kennt, den Adam Negatis, den habt ihr gesehen, wenn ihr The Commuter gesehen habt, den kennt ihr auf jeden Fall aus Chernobyl. Da hat er nämlich einen, ich glaube, einen Feuerwehrmann gespielt, und er hat auch in der ersten Staffel von The Terror mitgespielt, die erste und auch beste Staffel von The Terror. Also ich finde, du hast einen Punkt, wenn du sagst, woher soll der denn jetzt, warum soll der denn jetzt die Erlöserfigur sein? Aber das hat ja ganz viel mit Religion zu tun an dieser Stelle. Ne? Der landet in diesem Kloster, der wird da aufgenommen, der wird da unter den Nonnen großgezogen, und dann kommt irgendwie der große Chef dieses Klosters, dieser Père Jean, ne? Vater Jakob, kommt da quasi an und sagt, ja, mal, das könnte doch, der ist ein besonderer Typ. So. Und schreibt das auch seinen Gemeinden. Wir wissen ja bis jetzt überhaupt nicht, ob er das ist, aber das ganze Ding spielt sich ja natürlich so ein bisschen in diesem religiösen Glauben an eine Erlöserfigur, an eine Buddha-Figur, die vielleicht auch nur inspiriert, ab. Daryl hadert ja die ganze Zeit mit sich,
und seinem Glauben, ne? Weil er ja nie genau weiß, ob er wirklich gläubig ist oder ob er diesen Glauben eigentlich verabscheut und findet das sowieso alles lächerlich, vor allen Dingen, dass die dann auch noch irgendwie alle Religionen zusammen mischen und sowas, das ist ganz, ganz komisch. Und ich finde da auch, dass du einen Punkt hast, wenn du sagst, das ist irgendwie eine Geschichte, die natürlich schon 20 Mal erzählt worden ist und zuletzt mit The Last of Us auch noch in einem Kosmos, der sehr, sehr ähnlich ist, ne? Gleichzeitig finde ich den Jungen aber auch ganz interessant, weil er irgendwie so tiefgläubig auftritt und damit natürlich eine totale radikale andere Figur ist als in The Last of Us Ellie, ne? Weil Ellie beleidigt immer alle und der sagt quasi zu allen, Gott liebt dich. Ne? Und dann werden ja auch die Leute plötzlich anders. Und ich finde, dass hier auch so ein Stück weit eine Jesus-Geschichte erzählt wird, ne? Von den Pharisäern, die dann irgendwann um ihre Macht fürchten, von dem bösen Typen, dem Caudron, den ich übrigens auch großartig gespielt finde, von Romain Lévy heißt der, glaube ich, ne? Der Typ. Der dann irgendwann in dem Moment, wo er ihn umbringen kann, sagt, nein, okay, ich kann den nicht umbringen, das scheint irgendwie eine besondere Figur zu sein oder sowas, ne? Das sind ja alles irgendwo Zitate, die man auch aus der Bibel sehen kann. Was da jetzt im Endeffekt von wirklich gewollt ist, oder nur so typische augenzwinkernde Anspielungen, im Endeffekt ist es ein ganz normaler Junge, und es geht doch nur darum, was macht dieser Junge im Prinzip mit Daryl? Ja, keine Ahnung. Aber um mal vielleicht da den Turn zu kriegen, ich finde, dass ich das mal sage über eine Serie, die Norman Reedus quasi anführt, ich finde die Besetzung dieser Serie unglaublich gut. Gut. Das ist mir ehrlich gesagt auch positiv aufgefallen. Und wo du gesagt hast, da hat sich jemand zumindest mit Frank Reusch anscheinend beschäftigt. Mir ist in der Tat bei den Credits aufgefallen, dass es ein French Casting war und dass da auch ein nicht näher genannter französischer Name stand. Mhm. Also man hat das, glaube ich, dann einfach jemand vor Ort überlassen und gesagt, komm, such dir mal ein paar Leute raus, damit das auch passt. Und hat das dann nicht irgendwie mit Howdy Partner irgendwie in New York gemacht, was dem Ganzen auf jeden Fall gut tut. Ja. Ja. Sind wir dann doch wieder vielleicht froh, dass es nicht in Deutschland spielt, weil sonst wäre es ja wieder mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer besetzt worden. Ja. Und Annette Frier oder so, ja, so die üblichen Casting-Agenturen, also, wen nehmen wir denn da? Und nimm den Herbst, der ist immer lustig. Ja. Und von daher waren das natürlich dann noch recht unbekannte Gesichter in größtenteils. Das halt geguckt mit Back to Back Dead City, über das wir in der nächsten Folge sprechen. Also, du hast ja zuerst Dead City geguckt und dann Daryl Dixon. Ich habe ja zuerst Daryl Dixon und dann Dead City geguckt. Von daher sind mir die Parallelen dann halt bei Dead City dann durchaus etwas sauer aufgestoßen. Mhm. Weil ich mir so dachte, so, jetzt gucke ich schon wieder so eine Geschichte über irgendein komisches Kind, ja. Und am Ende ist es eine böse Frau im hohen Turm, ja. Literally demjenigen, der sie verraten hat, eine Zigarette in den Mund steckt und sie ihm anmacht, was in beiden Serien der Fall ist. Ja, okay. Also das war ja diese Büroszenen, ja, mit Damon und halt auch mit Jeanne waren halt exakt die gleiche Szene. Also wirklich exakt die gleichen Szenen. Wo ich mir dachte, okay, ist das jetzt Absicht? Soll das so sein? Aber dann wieder, so clever sind die da manchmal nicht. Ich denke mir so, und schön fand ich natürlich, dass man der ganzen Sache Rechnung getragen hat, dass Waffen in Europa halt nicht so verbreitet sind. Mhm. Das heißt, die rennen dann auch alle so mit Musketen oder so kleinen Luftgewehren durch die Gegend. Das war natürlich sehr lustig anzuschauen. Und nicht alle high bewaffnet oder mit AR-15s wie in den USA. Was natürlich für im Realfall einer Zombie-Apokalypse hier wirklich echt schlechte Karten. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite, ein Morgenstern reicht halt anscheinend auch. Ja. Ja. Also, was ich immer noch eine ziemlich gute Waffe finde gegen Zombies wirklich. Und wie Daryl auch damit ihr umgeht, das haben wir ja schon irgendwie in den letzten beiden Staffeln Walking Dead gesehen. Das finde ich wirklich gut. Finde ich wirklich überzeugend. Lass uns doch noch mal über Jeanne reden. Über diese große Antagonistin, bei der wir ja irgendwann merken, dass Condron, der am Anfang uns als Antagonist gezeigt wird, auch irgendwann bei ihr quasi Rapport leisten muss und zu ihrer Organisation gehört. Und die ja nicht nur irgendwie so eine kleine Organisation führt, sondern die quasi die 6. Französische Republik ausrufen möchte und es auch tut in der Serie, ja, und quasi die neue Staatsführerin werden möchte. Von einem geeinten Frankreich. Auch hier wieder die Parallele zu Dead City. Auch hier ist es wieder eine Person, die eigentlich vorher ein ganz kleines Licht war.
Sie war Museumsnachtwächterin, ja. Zumindest ist sie das, was, genau. Was sie behauptet. Und auch, was mir auch aufgefallen ist, alle Bösewichte in The Walking Dead in den neuen Spin-off-Serien haben ein unglaubliches Faible für Kunst. Raubkunst ist ein Ding. Ja? Ja. Jetzt, wo es nichts mehr kostet, ja, kann man sich ja aus dem Museum rausnehmen, was man möchte. Aber bei ihr war das ja mit so einem Nationalgedanken verbunden. Ne? Ja, also sie hat die Marianne hinten genau. hängen. Genau. Ja. Genau. Wie heißt das Bild? Sturm auf die Bastille. Ja, genau. Also das ist eigentlich so das französische Bild. Ich such's mir eben raus, während du noch deine Gedanken hattest. Nee, genau. Und ich fand sie eigentlich sehr konsequent gezeichnet. Wir werden irgendwann noch über den Kroaten sprechen in der nächsten Folge. Und der Kroate, der ja irgendwie ein Psycho ist. Und sie wirkt für mich gar nicht so psychomäßig, sondern sehr, sehr gerissen und sehr, sehr von ihrer Idee, von ihrer, von ihrer nationalistischen Idee irgendwo auch überzeugt. Und ehrlicherweise, jetzt bin ich ein bisschen böse, aber sie kam mir doch sehr, sehr französisch vor. Also sehr, sehr so, also Marine Le Pen mit dunklen Haaren, so ein bisschen. So. Also irgendwie französische Nationalistin, am französischen Wesen muss die Welt genesen und deswegen wird sie da auch, bringt sie auch die Zombie-Forschung weiter. Sie schafft da irgendwie aus den Zombies Waffen und so. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Also ich glaube, dass dieser Part, den kannst du würdigen, den kann ich in Teilen würdigen. Ob den der durchschnittliche amerikanische AMC-Zuschauer würdigen kann, I doubt it. Läuft das in USA nicht auf dem Magenta? Nee, eher nicht. Das Bild heißt übrigens Freiheit für das Volk von ja. Eugène Delacroix von 1830. Das nur mal, dann könnt ihr mal eben schnell googeln, was das ist. Ja, da musst du aber schon richtig drin sein. Also wenn du die ganzen De Gaulle-Vichy-Anspielungen und so weiter nicht verstehst, dann spricht die Frau in Rätseln für dich. Stimmt, also, da wird ja sogar noch De Gaulle zitiert. Ja, mehrfach. Man kann kein Land zitieren, man kann kein Land regieren, das 700 Käsesorten hat. Genau, ja. Und so Kram. Also, von daher, das ist natürlich alles sehr spaßig und würde noch die Druckerpresse erlaufen, hätte bestimmt noch jemand Le Monde unterm Arm und komisch, dass keiner ein Baguette und Croissant gegessen hat. Aber dann stehen die alle da rund um diese Arena, wo Daryl dann am Ende kämpfen muss und singen die Marseillaise. Und das war nicht ergreifend. Und das musst du erst mal schaffen, es ist szenieren, dass wenn jemand die Marseillaise singt, es nicht ergreifend ist. Und das hat bisher noch keiner geschafft, aber die haben es geschafft. Stimmt. Es war nicht stimmt, ergreifend. Der Gänsehautmoment war nicht da. Es ist bei der Marseillaise normalerweise also oft. Ja, da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Nationalhymne. Genau. Das kann man schon mal und sagen. Und sie wird ja immer so in Momenten des Widerstands gesungen. Ja. Ne? Marchand! Genau, die Nazis stehen dann rum und einer fängt an zu summen und dann stehen sie alle auf und fangen sie so. Das war halt irgendwie alles nicht so, aber es waren diese, also ich glaube, dass das Problem, was ich mit dieser Staffel schlicht und ergreifend hatte, war, ich hatte was völlig anderes erwartet. Was völlig anderes. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so, dass ich jetzt kein Roadmovie erwartet hatte oder sonst irgendwas. Das meine ich gar nicht, sondern es hat uns halt innerhalb des Walking Dead Universums leider auch wieder mal null weitergebracht. Wir haben jetzt halt den gleichen Scheiß nur in Frankreich gesehen. Mhm. Und dabei wurde mir doch eigentlich bei The World Beyond angeteasert, dass das Virus seinen Ursprung in Frankreich hatte. Mhm. Und darüber erfahren wir nichts. Das stimmt. Also null. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, 6 Folgen dafür zu verballern und in dieser Sache nicht mal ein Jota weiterzumachen, außer ihren komischen Wissenschaftler, den sie da hat, der irgendwie versucht, was mit diesen Zombies zu machen, die dann bei denen dann nach 18 Sekunden halt der Schädel platzt. Und es gibt da welche, die haben so ätzendes Blut, so Alien-Blut, das halt irgendwie so ätzend ist, okay. Aber ansonsten, aber warum, wieso, weshalb wird ja gar nicht erklärt. Warum sie das machen, wird auch nicht erklärt. Die machen halt dann so Super-Zombies, wollen sie irgendwie machen, okay. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Soll das eine Waffe sein? Who knows? Das, worauf ich mich gefreut hatte, nämlich die Entstehung des Virus etwas näher zu kommen, davon war halt nix. Und jetzt, das hat mich ein bisschen abgefuckt. Jetzt glaube ich allerdings, und das ist jetzt ein schwieriger Take, weil ihr uns da weiterhelfen müsst, die ihr das denn da hört gerade. Ich glaube, dass wir da Sachen übersehen haben. Beide. Und das ist natürlich ein inszenatorisches Problem. Das ist natürlich, ne? Weil wir beide haben das Ding geguckt und müssten das eigentlich da mitbekommen haben. Aber ich glaube, dass da mit bestimmten Anspielungen gespielt worden ist, mit bestimmten Instituten, wo auch schon Viren entstanden sind,
Und dass diese Anspielungen schon ein bisschen darauf hindeuten können, dass dieser Virus menschengemacht ist. So. Leider ist das natürlich eine Sackgasse. Aber sehr subtil dann. Es ist eine Sackgasse für unseren Podcast, weil wir beide das nicht so richtig erkannt haben. Aber ich glaube, dass da bestimmte Anspielungen drinstecken. Aber das Problem ist natürlich, wenn man irgendwie Virusexperte sein muss und wissen muss, wie bestimmte Organisationen in Frankreich heißen, die schon mal Viren kreiert haben und diese Organisationen dann da teilweise angeteasert werden, unter anderem mit diesem Arzt, der bei Genet da die ganze Zeit dabei ist. Das ist natürlich dann irgendwie inszenatorisch schwierig und dann erzählt man uns vielleicht aber diese Handlung in einer zweiten Staffel, die es ja scheinbar geben wird, weil diese Staffel hier endet mit einem offenen Ende. Ja, es ist ja, ich meine, das Einzige, was wir da so einen kleinen Hint kriegen, wobei ich mich auch frage, warum, ist, dass anscheinend in Maine Zombies gefangen werden und dann nach Frankreich verschifft. Ja. Warum auch immer. Anscheinend hat man in Frankreich nicht genug davon. Ja, weil dieser Forscher ja mit denen irgendwie daraus irgendwie super Zombies macht. Der amerikanische Walker ist halt irgendwie so anders. Walker amerikanensis ist irgendwie ein anderer. Der ist nicht von 700 Käsesorten zerfressen, innerlich. Ja. Dem kann man noch was machen. Ja gut, aber Frankreich ist halt wirklich dünn besiedelt, ne? Und in Paris sind sie alle in den Untergrund geschmissen worden. Ich würde ja sagen, der City. Stimmt. Mhm. Im Untergrund in Paris ist ja der Nachtclub. Oh, jetzt verwechsel ich das auch schon mal. Okay. Ja, genau. Wir sind halt bei beiden Serien in großen Städten, was natürlich auch ein bisschen problematisch ist. Ja, was ist dein Fazit? Also ich habe mich ernsthaft etwas durchgequält, weil wie gesagt, das war für mich halt so story-wise halt gar nichts Neues. Da fehlte für mich jeglicher innovativer Ansatz. Es war halt ein bisschen mehr Untertitel, aber that's it. Als ich dann gemerkt habe, ach so, das ist noch gar nicht zu Ende, das geht jetzt noch weiter, war ich nochmal abgefuckt, weil ich mir dachte so, jetzt muss ich noch mehr davon gucken. Also nicht, dass ich sehe ja Daryl Dixon grundsätzlich ganz, ganz gerne und so. Wobei der halt immer ungewaschen aussieht. Ne? Also selbst wenn er frisch aus der Wanne kommt. Passt doch zu Frankreich. Selbst wenn er frisch aus der Wanne kommt, sieht der halt ungepflegt aus. Aber den sehe ich ja grundsätzlich gerne und natürlich, ja, es war jetzt weiß Gott kein World Beyond. Ne? Also das war jetzt schon, muss man schon sagen, das hat leidlich unterhalten, aber das war mehr dem anderen etwas frischen Seeeindruck und das mehr als ein Seeeindruck war es halt auch nicht geschuldet. Und da hat man, glaube ich, enorm viel Potenzial verschenkt. Also da hätte man echt viel, viel mehr draus machen können, als einfach nur ein Just Another Road Movie Geschichte zu erzählen. Was mich halt richtig enttäuscht hat, wie auch bei World Beyond, wo man ja gehofft hat, jetzt erleben wir mal vom CRM und jetzt wissen wir nicht mehr. Nix. Mhm. Nix. Ich sehe halt schon wieder eine Frau in dunklen Klamotten, genau wie beim CRM. Hatte auch Ähnlichkeiten, ne? Ja, definitiv. Und ich habe nichts, also wirklich nichts essentiell Neues erfahren, weder über Daryl Dixon noch über die Entstehung von dem Zombie-Virus, sonst gar nichts. Und das habe ich mir ehrlich gesagt, dann hättest du es auch in 120 Minuten erzählen können. Also die Geschichte hättest du auch in dem Film erzählen können. Mhm. Da brauchst du keine 6 Folgen für. Mhm. Nee, ja, überhaupt nicht. Und wie gesagt, zwischendurch kam mir dann so der Gedanke, in Stuttgart wäre das jetzt alles schon aufgeräumt, gell? Das wäre jetzt alles schon sauber. Kehrwoche wäre gewesen und da wäre gar nichts mehr. Ja, wir würden wieder Porsche bauen, ja, und Mercedes fahren. Also da habe ich mir so gedacht, so langsam kaufe ich dieses zerstörte Weltbild einfach nicht mehr. Mhm. Und gut, und am Ende kommen sie in Mont-Saint-Michel raus, das wird ja schon im Intro angeteasert, okay. Mhm. Weiß nicht, ob das so clever war, aber die D-Day-Referenz am Ende, die musste, glaube ich, sein, damit der Amerikaner sagen kann, guck, kenne ich, ja, endlich kenne ich mal was. Ich gebe dem Ganzen eine 3 auf einer Schulskala, Note 3. Es war nicht richtig schlecht, es war nicht richtig gut. Wenn ich mir das nochmal angucke, nein, ich habe es aus Chronistenpflicht geschaut.
Ich werde auch eine zweite Staffel gucken, natürlich, denn wir sind, wie wir festgestellt haben, wahrscheinlich hier mit der letzte Podcast in Deutschland überhaupt noch über The Walking Dead redet. Wir ziehen das auch durch. Ja? bis zum bitteren Ende. Und nee, ich brauche jetzt mal irgendwas, was mich im Universum weiterbringt. Mhm. Ganz ehrlich, brauche ich jetzt mal. Weil ansonsten ist einfach nur. Und am Ende des Tages ist es doch auch bei Dead City so. Wir haben es schon ganz oft im Podcast angesprochen. Eigentlich läuft das Leben bei den Menschen da ganz gut, bis irgendeiner von dieser Truppe ankommt. Sei es Rick oder Daryl oder Michonne oder Carol oder sonst irgendwo. Kaum tauchen die irgendwo auf, bricht das Chaos aus. Ja, allen geht's eigentlich relativ gut. Die Nonnen hatten ein ruhiges Leben. Ja. Sie hatten ein relativ ruhiges Leben und sie hätten diesen komischen Laurent wahrscheinlich auch relativ easy peasy ins Nest kriegen können, ja, wenn der gute Daryl nicht aufgetaucht wäre und wieder für Havoc gesorgt hätte. Ja, gut, das ist natürlich der McGovern an jeder Geschichte, die irgendwas antreiben muss, aber auch das ist halt mir inzwischen zu repetitiv. Da muss mal echt einen dicken Schaden. Verschenkte Chance. Da schließe ich mal meine Bewertung an, weil das war ja im Prinzip so fast ein In-Universe-Gag. Also ich meine, sie haben es ja fast gagartig benutzt. Ne? Ja. Daryl kommt in dieses Kloster, sagt noch, ja, überall, wo ich lande, wird es irgendwie schlecht. Und dann 5 Minuten später muss er den ersten Typen töten, sodass die Nonnen quasi alle umgebracht werden. Schwierige Kiste. Ich muss sagen, diese Serie hat mich an ein paar Punkten einfach gekriegt. Und das ist vielleicht irgendwo meine frankophile Ader. Ich liebe einfach diese Landschaftsaufnahmen in Frankreich. Ich habe schon am Anfang irgendwie, wie gesagt, ich habe da erstmal gesessen und gegoogelt, wo kann das denn dann sein? Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesehen, war das Marseille oder Saint-Tropez oder was? Das ist relativ nah an den Pyrenäen tatsächlich. Ah, also okay. Der Markt, auf dem er dann nachher ist. Haben die on location gedreht? Sind die wirklich mal nach Frankreich gefahren? Die haben an ein paar Stellen on location gedreht, auf jeden Fall. Genau. Und dieser Markt ist auf jeden Fall in Mar des Pyrénées oder sowas. Auf jeden Fall tatsächlich in so einem Dorf fast schon in der Nähe zu Spanien. Okay. Wo er dann zum ersten Mal diesen besonderen Walker trifft. Ich finde, und bei dem besonderen Walker mache ich ein bisschen weiter, ein bisschen haben sie ja Worldbuilding gemacht. Ne? Sie haben so ein bisschen, es gibt einen Wissenschaftler, der diese Walker weiterentwickelt. Vielleicht kommt da auch der Kletterwalker aus den letzten beiden Folgen The Walking Dead her, weil der kam ja aus dem Nichts. Es gibt andere Walker. Richtig, genau, ja. Okay. Ja. Und natürlich haben sie auch die Welt erweitert, indem sie einfach mal auf einen anderen Kontinent gegangen sind, indem sie mal nach Europa gegangen sind. Aber natürlich, da bin ich wieder bei dir, mit dem Fazit, da ist alles genauso wie in Amerika. So. Das ist natürlich ein bisschen schade. Was ich aber schön fand, einerseits die Besetzung, fand ich richtig, richtig stark. Ja, die hat Spaß gemacht. Auf jede Rolle war gut besetzt. Genau, jede einzelne Rolle gut besetzt. Ich fand es schön, dass die gesamte Serie im Endeffekt in der Helligkeit spielt, bis auf dann die Szenen, die wir am Ende haben mit Jeanne und ihrem Schiff da und sowas. Oder ihrer Arena da. Aber größtenteils wirklich helle Serien, helle Folgen. Und ich mag eigentlich diesen Vibe, der Laurent umweht, weil das so ein bisschen rätselhaft immer noch ist. Weil irgendwie stellt man sich ja wirklich die Frage, warum soll dieses Kind irgendwas Besonderes sein? Der ist unter widrigen Umständen geboren, ist klar. Der ist unter widrigen Umständen in dieses Kloster gekommen, ist klar. Aber du hast es richtig gesagt. Keine unbefleckte Empfängnis. Alles erklärbar, wie der da hingekommen ist. Ja, widrig, aber wir sind halt auch in der Zombie-Apokalypse. Und der Typ ist intelligent offensichtlich. Der hat einen bestimmten Charme. Aber ist da denn wirklich mehr? Und also er ist ja nicht gebissen worden, hat sich nicht verwandelt. Genau. Er hat kein Wunder gewirkt, er hat niemand geheilt. Nichts. Also ja. Aber ihn umweht irgendwie ein Vibe des Mysteriösen. Und zwar in jedem Moment. Und das kann jetzt auch nur sein, dass er einfach die Haare schneiden. Ja, es kann einfach auch nur sein, dass er so erzogen worden ist, dass er einfach auf Sachen antwortet mit, ja, Gott liebt dich halt. Irgendwie, ne? Aber er hat so einen Eindruck, dass so ein kleinhalter, gesichtstätowierter Schlägertyp wie der Caudron im Angesicht quasi der Ermordung sagt, nein, das mache ich jetzt nicht und ich kriege zurück und ich muss mich jetzt demütigen lassen von Jeanne. So. Und das finde ich schon eine beeindruckende Kiste. Deswegen habe ich tatsächlich relativ stark Bock auf eine zweite Staffel. Vielleicht im Gegensatz zu Dead City, aber darüber werden wir in der nächsten Folge. Also du gehst davon aus, dass Daryl nicht dem Leuchtsignal des Bootes folgt, von dem er noch gar nicht weiß, ob das nicht vielleicht nach Norwegen fährt oder so, ja. Sondern er bleibt natürlich. Er bleibt allein schon deswegen bei Laurent, weil rundherum Zombies stehen und Laurent ist ansonsten Fritte. Ja.
Oder er nimmt Laurent mit, aber das glaube ich auch nicht, weil dann ist er, dann ist Isabelle nicht mehr in der Serie und das wäre auch sehr, sehr schade, weil Isabelle ist wirklich großartig. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, die sprengen ein bisschen das Budget. Es kann sein, dass die zu teuer ist, ne? Ich glaube ehrlich gesagt. Clemence also, Poesie. Ja, ich glaube, dass die auf Dauer zu teuer ist. Das kann sein. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, an die Möglichkeit hatte ich gar nicht gedacht, dass er ihn vielleicht einpackt und auf dieses Schiff da geht. Möglich. Who knows, wir werden es sehen. Gut, ich bin schon ein bisschen gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, am Ende des Tages haben wir jetzt ja dann in der Post-Credit-Scene, war jetzt keine Post-Credit-Scene, aber im Abspann sozusagen noch ein bisschen gesehen, dass ja Carol ihn jetzt auch sucht. Ach so, das war übrigens noch ein Ding, das habe ich auch nicht so ganz verstanden bei diesem Rückblick. Also, er ist ja dann, er verdingt sich ja dann sozusagen als Walker-Sammler und kann die dann gegen Treibstoff an diese, ja, an wen auch immer verkaufen, die dann über per Schiff nach Frankreich transportieren. Okay. Allerdings wurde mir vorher nicht angekündigt und nicht erklärt, dass Fehlverhalten innerhalb dieser Organisation sofort zur Deportation nach Frankreich führt. Also nee. So auf einmal war der da auf dem Schiff und war gefangen. Ich dachte, die schmeißen ihn halt raus und fertig. Ja, genau. Aber ich, das fand ich ja eigentlich, dass die Regeln dieser Runde, dieser Gruppe da am Anfang so erklärt werden. Ne? Und so, pass mal auf, keiner von euch sexuelles Fehlverhalten, keiner von euch prügelt sich und so weiter. Ne? Ja. Fand ich eigentlich ganz nett. Aber dass dann tatsächlich die Sanktion ist, dass er im Prinzip ins Meer geworfen wird. Schwierige Kiste. Aber auch da gab es wieder Andeutungen. Es gab ja Andeutungen von Zivilisation. Ich kann total verstehen, dass du die gerne gesehen hättest. Ne? Aber dass quasi gesagt wird, ja, bring den mal nach Le Havre, weil es gibt so das Gerücht, dass in Le Havre der Hafen noch funktioniert. Richtig, so, ganz genau. Ne? Ja. Nicht so schlecht, ja, finde ich. Genau. Und das und da habe ich mich halt ein bisschen drauf gefreut. Ja. Ja. Weißt du? Und das habe ich alles nicht gekriegt. Und stattdessen, ja gut, Mont Saint-Michel ist natürlich sozusagen the obvious choice, weil es halt wirklich in dem Fall relativ schwer einzunehmen. Für eine Walker-Herde allerdings auch schlecht zu versorgen. Aber der Theologe in dir, was sagt er denn zu diesem Konglomerat aus Religion, das sich dann da zusammengeführt hat? Na, ich weiß nicht, ob das Robert Kirkman einfach ist. Wir hatten ja immer schon sehr, sehr viele religiöse Anspielungen in The Walking Dead. Und diesmal waren die so ziemlich in your face. Ne? Ja, also die waren subtil, ist anders. Aber ne? Waren sie ja damals auch mit Kingdom Comes. Und, okay, also, und, also fair enough. Ja. So, und Alexandria und sowas. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo Robert Kirkman als Autor dieser Comics, dieser Graphic Novels irgendwie da mit uns hin will. Es kann natürlich wirklich sein, dass wir hier den ersten immunen Charakter hat. Andererseits habe ich immer das Gefühl, dass Robert Kirkman sich eigentlich niemals mit dieser Zombie-Apokalypse beschäftigen wollte, sondern immer nur mit den Menschen und was die Zombie-Apokalypse mit denen macht. Das heißt, ich erwarte eigentlich nie, dass das Ding aufgelöst wird. Speaking of, wir waren eigentlich schon beim Fazit und jetzt gehen wir trotzdem nochmal so ein bisschen rein. Was? Was sagst du zu diesem komischen Dirigenten? Das war eine ganz komische, weirde Nummer. Und ich fand es aber auch schön, wie das mit diesem Zombie-Orchester. Ich fand es schön, wie das In-Universe abgehandelt worden ist. Ne? Also dieser Dirigent zeigt denen dieses Zombie-Orchester. Die sind da ungefähr 10 Minuten. Ja. Und dann sagt Daryl, was ist das denn für ein Scheiß? Jetzt gehen wir aber nach Paris, weil das, das gibt ja überhaupt keinen Sinn. Und das Gefühl hatte ich eben auch. Das ergibt überhaupt keinen Sinn gerade, was sie hier machen. Ja. Aber ich fand es schön, dass das In-Universe genauso behandelt worden ist. So. Und da tolle ich, Idee, tschüss. Genau, da habe ich mir gesagt, das sind so Sachen, die funktionieren in einem Comic. Wenn du sowas gezeichnet siehst mit so einem verrückten Charakter, dann kaufst du das, glaube ich, eher. Aber wenn du das real dann siehst, denkst du, boah, nee. Aber diese Arrangerszenen, die waren das waren ja irgendwie wie lang, 10 Minuten oder so. Ja, eben, ja. Also ganz, ganz seltsamer und das, Ausflug. Ich meine, da ist richtig Budget reingeflossen in dieses, in diese Orchesterszene. Also es war jetzt ja nicht so, dass da irgendwie so, nur so angeteasert wurde, sondern das war voll inszeniert, ja. Und dann noch zum, was lief da, ach mein Gott, der Bolero. Mhm. Und dann noch zum Bolero. Ja. Also es, das war einfach nur weird. Aber, wie oft hätten wir uns gewünscht, dass in der Originalserie von The Walking Dead solche dummen Ideen einfach mal nach 10 Minuten abgetan werden mit, ja, das wäre absoluter Quatsch, lass mal woanders hingehen. So. Und genau das haben sie gemacht. Genau, okay, an der Stelle fair enough, genau. Und dann vielleicht haben sie es ja gesehen, haben sich gedacht, es ist schon scheiße, ne? Aber wir haben es gefilmt, Chef. Ja gut, dann lass doch mal einen Nachdreh machen. Ja, nochmal, sag mal, das ist Quatsch. Guck mal dumm in die Kamera. Ja, also wie gesagt, ich gebe dem Ganzen eine solide 3. Ich werde es ganz sicher nicht nochmal gucken. Aber ich nehme es jetzt mal als Chronistenpflicht mit.
eure Meinung interessieren. Fandet ihr das super? Habt ihr überhaupt Magenta TV? Oder greift ihr auf russische Sicherheitsserver zurück und schaut es euch dort an? Macht ihr euch überhaupt noch die Mühe, irgendwas mit The Walking Dead anzuschauen? Oder freut ihr euch nur, wenn wir nochmal unsere Kommentare dazu geben? Habt ihr dem Ganzen folgen können? Und was glaubt ihr, wie es mit Daryl in Frankreich weitergeht? Wird er auf Frank Zander und Kurt treffen oder wird er einfach nur Baguette und Le Monde trinken, Baguette essen und Le Monde anlesen und Gitane rauchen? Ungefilterte Zigaretten sind natürlich auch wieder so. Franzosen haben auch wieder geraucht wie ein Schlot in der Liberté, ne? Toujours. Ja, genau. Also das wäre auch von Franzosen haben geraucht wie noch was. Das könnt ihr uns alles mitteilen unter der 015259647709 Sprachnachricht oder als Textnachricht und natürlich info@nerdizismus.de. Und natürlich freuen wir uns auch über Sterne bei iTunes, Spotify oder Podcast Addict. In diesem Sinne, dann hört ihr uns vielleicht schon in ein paar Tagen wieder, wenn wir über The Walking Dead, Dead City reden. Ob das eine Freude wird, weiß ich noch nicht. Also in diesem Sinne, bleibt dran, bleibt uns gewogen und bis dann. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.